don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Oh, ich dachte da gerade durch die Kamera, dass da unten wäre Tani, aber das waren nur deine großen Füße. Was machen wir jetzt, Falle? Hallo, Tani! Okay, wo ist denn dein Dreieck? Jetzt erstmal Frühstück. Ich bin nämlich erstmal mit ordentlichen Kopfschmerzen in den Tag gestartet. Tobi auch, ne? Ja. Ja, aber Tobi hat keine mehr, oder? Geht, ne? Ich habe zwei Ibuprofen genommen, dann habe ich mir ja vorhin Boosty gemacht und ein Isoclear habe ich mir natürlich schon mal gemacht heute Morgen, weil die Proteine müssen immer gesaved werden. Aber jetzt mache ich erstmal was Ordentliches zu essen, Leute. Tani liebt hier. Die Tiere die ganze Zeit so gierig vor seinem Leckerli-Schrank, ne? Du hattest heute schon ein Leckerli. Miau. Das genehmige ich mir jetzt zusammen noch mit so einem High-Protein-Joghurt. Der hat auch nochmal 20 Gramm Protein. Hier ist ja nicht wirklich Protein drin. Ich meine, wir haben jetzt 14 Uhr fast. Durch die Kopfschmerzen hatte ich nicht so viel Bock, was zu essen. Und nachher machen wir nämlich was ganz Besonderes, ne? Ja. Da freut Tobi sich schon mal. Heute ist einer von Tobis Tagen in den nächsten 12 Wochen. Jetzt wird es doch Zeit, meine Supplements neu einzusortieren. Ich hasse das nämlich, die jeden Abend aus den Dosen rauszuholen. Deswegen habe ich mir so eine süße Supplement-Blume gekauft. Und da packe ich jetzt alle meine Supplements rein, die ich täglich nehme. Ich habe es schon auf Instagram ein bisschen thematisiert. Ich glaube, hier gar nicht. Aber seitdem ich meine Supplements wirklich regelmäßig nehmen, und das ist wirklich seit 3 Monaten oder sowas erst der Fall, wachsen meine Haare so krass schnell. Keine Ahnung, seit ich die durchnehme, merke ich einfach so krass, wie schnell die wachsen. Das ist natürlich noch mehr Motivation für mich, die zu nehmen, weil ich hatte vorher voll das Problem mit Kapseln schlucken und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch jetzt, was meine Supplements so sind und welche ich auf jeden Fall täglich nehme. Ich habe da als erstes auf jeden Fall immer Omega-3. Wichtig ist auch, diese Supplements nicht nur für Sportler, sollte jeder, egal ob Kraftsport oder kein Kraftsport, supplementieren meiner Meinung nach. Und ich bin echt nicht jemand, der irgendwie unnötig viel nimmt oder sowas, weil ich, wie gesagt, Kapseln schlucken an sich gar nicht geil finde. Deswegen nehme ich wirklich nur das Nötigste. Aber die Supplements, die ich nehme, würde ich auch echt jedem empfehlen. Egal, ob es jetzt für lange Haare oder viel wichtiger für die Gesundheit ist. Davon nehme ich immer 5 Stück pro Tag. Vitamin D3K2, ganz, ganz wichtig. Davon nehme ich mal eine pro Tag. Athlete's Deck, davon 7 Stück pro Tag. Ja, ist viel, aber dafür hat man da echt die Grundvorsorge direkt mit abgedeckt. Und ich nehme statt viele einzelne Produkte einfach über Athlete's Deck. Ihr könnt auch beispielsweise das Mineral Complete von More nehmen, aber ich nehme das Athlete's Deck. Das nächste Supplement ist Cycle Balance, ist kein Muss-Supplement, aber für mich einfach für einen geregelten Zyklus mit Mönchspfeffer-Extrakten, mit L-Carnitin, Vitaminen, Mineralien und sowas auch noch hier drin. Wie gesagt, einfach für einen geregelten Zyklus, Female Protect, Cycle Balance kann ich echt gerade Frauen mit Zyklusproblemen, irgendwelchen Beschwerden, bei starken Periodenkrämpfen und sowas echt ans Herz legen. Letztes noch, More Biotic für die Verdauung. Davon
Gott sei Dank nur eine pro Tag. Hier habe ich jetzt schon mal 3 Tage geprept. Und wenn ich das schon so vorbereitet habe und die einfach nur aus der Verpackung nehmen muss und direkt einnehmen kann, dann skippe ich auf gar keinen Fall das Pillenschlucken. Tobi, und ich gehe jetzt erstmal eine ordentliche Runde spazieren mit dem Tansenbär, der wartet draußen schon. 10.000-12.000 Schritte hast du gesagt, ne? Minimum 10. Cool. Ich habe ja auch erst 5.000, 6.000 heute Morgen mit Tami gemacht, deswegen sind wir dann bei 15.000. Nachher sind wir, Tobi hat heute Refeed, deswegen sind wir nachher noch auf jeden Fall was essen. Tobi ist ja momentan im Wettkampf vorbereitet und das heißt mit Essen gehen und sowas ist momentan ein bisschen spärlich. Ja, ich muss ein bisschen zurückstecken. Aber das mache ich gerne für meinen kleinen Engel. Dafür rasieren wir, ne? Molo, wir rasieren alle. Mit Gillette Fusion. Letztens, als wir waren, wo ich die Air Force anhatte, war es echt wieder so voll unbequem. Meine, ich hatte, ich war richtig froh, wieder auszuziehen danach. Komm mal hier! Ja! Natürlich erstmal Happa Happa für Tani. Hast du Hummi? Ja, komm. Okay. Ist das für dich auch Happy Happy? Ja, weißt du was? Suppe? Na, hatte ich doch schon 2 Möhren. Oh. Ich bin jetzt hier noch am Vlog schneiden. Habe ich übrigens schon erwähnt, dass wir heute Rest Day haben eigentlich? Ja. Glaube schon, ja. Achso, ja, wir haben auf jeden Fall heute Rest Day und es ist schlechtes Wetter, deswegen bin ich die ganze Zeit schon daran, das Video, was ihr jetzt gerade seht, zu schneiden. Ja. Und du? Ich esse meine Möhren. Das schneide ich jetzt und dann mache ich mir gleich aber noch einen Snack. Einen Snack-Snack. Oh. Und nachher, wir haben noch überlegt, was wir nachher essen gehen. Wir sind uns da noch nicht ganz einig. Es wird entschieden zwischen Sushi und Burger. Ja. Nur das Burger-Restaurant hat erst 60 Bewertungen. Und da sind wir immer ein bisschen skeptisch. Ja, sehr skeptical. Obwohl, du bist eigentlich gar nicht so pingelig, was das Essen angeht. Aber heute ja, ist aber halt letztes Mal war. Also, wir wurden einmal enttäuscht in einem Burgerladen. Hardcore enttäuscht. Das war ja schon. Da kommt Tansi, der rülpst jetzt bestimmt. Der rülpst jetzt bestimmt. Die Decke hier ist übrigens ein bisschen eingelaufen. Das war wohl eine Wolldecke. Oh. Ich habe die einfach so gewaschen bei 60 Grad. Oh. Es ist irgendwie so eine Ein-Mann-Decke geworden, ne? Ich schwöre, ich habe gestern beim Kuscheln gedacht, die war doch mal breiter, oder nicht? Wir haben jetzt noch einen kleinen Snack. Kiwi, Apfel. Willst du auch was, Baby? Wann gehen wir denn essen? Erst um 20.15 Uhr. Oh, und wie spät ist es jetzt? 20 nach 6. Oh. Ich esse einen Tütsalat. Tobi isst immer Salat geschützt. Einfach ein Tütsalat. Honey Mustard Soße. Haben wir wieder 100 so. Euro auf dem Tisch. Ja, wir waren jetzt Sushi essen, da haben wir uns aber umgeguckt bei der Rechnung. Apfel, Kiwi, da mache ich noch ein bisschen Peanut Butter drauf. Oh, nee. Ich mache eine Mischung aus Peanut und Cashew-Butter. Mann, jetzt wird aber wild hier. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Gründe, warum ich keine Diät machen will. Aber ich glaube nicht, dass das reicht als Snack bis 20 Uhr. Das ist er jetzt. Mein Zwischensnack. Aber ich denke, ich mache noch irgendwas. Ich gehe mal gucken, was ich hier so im Tiefkühlfach finde. Guck mal, wie viel das eingefroren ist. Lecker. Oh.
D'accord? Voilà. Ja. Dann komm mal gerade her, mach mal gerade mit mir den Hucker ab. Für Tani wäre Skischokolade nicht so gut. Bist ja wieder am Fernsehglotzen oder was? Du kein Schokolade. Wissen wir jetzt eigentlich, wo wir essen gehen? Nee, das kommt noch gleich. Ach so, machen beide Restaurants um 19 und 20:30 Uhr auf? Ja. Ach so. 20:15 und 20:30 Uhr. Und wozu tendierst du eher? Zu Sushi oder zu Burger? Und du, Tani? Sushi. Echt? Ja. Okay. Und wo ist denn Alicante auch? Okay. Ich bin eigentlich für beides offen, muss ich sagen. Hauptsache essen. Hauptsache ordentlich reinhauen. Letztens waren wir Sushi essen, es war sehr teuer, ne, aber auch sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Aber heute isst du da nicht so unclean, oder? Mako. Letztes Mal habe ich 16 Sushi-Rollen gegessen, also es waren so richtig geile, so richtig, keine Ahnung, wie heißt das so, nicht frittiert, ne? Doch, die waren teilweise auch frittiert. Oh, boah, die waren richtig, richtig geil. 16 Stück habe ich gegessen, Tobi hat 40 gegessen. Ja. Könnt ihr euch denken, warum die Rechnung so hoch war? Eine Platte mit 32 und dann nochmal 8. Oh ja, ich habe dann noch einen Käsekuchen gegessen und Tobi so, ich bestell mir nochmal Sushi. Naja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Du bist so süß, ne? Es ist jetzt soweit, wir gehen jetzt essen. Ich zeig euch mal unsere Outfits. Wir tragen. Muss man die Schuhe noch wechseln? Oh. Ich hab noch einen Birkenstock. Warte. Richtiger Allmann, Daddy. Was essen wir denn jetzt? Sushi. Sushi? Okay. I'm ready. I'm here for Sushi. So. Ich mag übrigens nicht so gerne Fisch, aber ich gehe trotzdem mit Sushi essen. Erstens, wenn mein Verlobter Sushi essen möchte, dann gehe ich Sushi essen. Und zweitens, da gibt es ja immer so richtig frittierte Sachen und sowas. Und wenn die dann so richtig voll gemacht sind mit Soßen und sowas, dann schmeckt man das eh nicht, gell? Und Nachtisch ist ja überall immer gut, ne? Sollen wir uns nicht die Flasche Cola da mitnehmen, damit wir ein bisschen Geld sparen? 4 Euro war letztes Mal, ne? Cola. Boah, es ist so regnerisch heute. Was Lustiges erzählen? Ja. Bei der Shisha-Bar waren, haben wir immer Geld zusammengelegt und haben uns Shisha-Bar Pfeife, mit Erdem. Haben wir uns Pfeife mit den Jungs geteilt. Und da hatten wir halt echt nie Kohle und so. Da waren wir noch Kids. Und dann sind wir immer auf Klo und haben die Gläser mit Kranewasser aufgefüllt. Du Heilige. Haben dann alle zusammengelegt für Pfeife. Und dann haben wir nur einer oder zwei Leute haben Wasser geholt. Und dann sind wir immer auf Klo, haben Glas wieder aufgefüllt am Kran. Willkommen in den Gassen von Spanien. Das Ding ist, unsere Erwartungen sind sehr, sehr hoch für Sushi-Essen. Ja. Weil es letztes Mal echt extremst gut war. In dem Luxus-Ding. Ja. Spanien ist schon richtig mein Zuhause. Ja. Hier, falls ihr mal hier zeig, seid, zeig mal. Das ist Griffy. Macchia, avocado y esto. Gracias. De nada, que aprovechen. Siehst du, dann hast du auch 2 Gramm mehr Protein. Meine Verlobte, da nicht kompliziert, was Essen angeht. Mm. Geht weiter hier. Weiter im Text. Baby. So, der letzte Gang ist serviert. Ist der letzte auch für dich, oder? Sexy Mixi, ne? Das ist das Sexy Plate. Bist du satt? Es geht. Sag mich mal. Bist du satt? Es geht. Der ist so witzig. Tani! Komm, geh Pipi machen. Stören wir? Hä? Hallo! Ja, so schön. Ja! Zum Abschluss des Tages gibt es jetzt noch? Quark. Quark. Weißt du, was vielleicht eine geile Mischung wäre? Cherry-Joghurt und White Chocolate. Uff, ja. Mach ich direkt, ne? Nämlich Chunky-Flavor. Mann, du bist so kreativ, ne? Oh.
den Deckel. Jetzt natürlich noch Sahne drauf. Bisschen Schlagsahne macht einfach schon einiges her, das sage ich, wie es ist. Aber diese hier lässt sich so schwer drücken. Oh, geil. Lecker. Das schnabulieren wir jetzt noch. Und dann geht's schlafen.